Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben unser Schiff ja beim letzten Mal ordentlich ausgebaut. Wir sind hier, naja, sagen wir so, in einem riesigen Labyrinth jetzt drinne. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier eigentlich mich zurechtfinden werde in naher Zukunft. Aber ich finde das mega, was wir hier jetzt gebaut haben. Okay, hier ist die Kapitänskajüte, ja. Und wenn wir jetzt hier nochmal runtergehen, haben wir hier Sarah. Und immerhin haben die jetzt alle groß Platz. Hier, da haben wir jetzt unseren größten ich Fan. Ich bin eine Motte, du das Licht. Ich bin ein Magnet, du der Kühlschrank. Ja. Dann haben wir hier immer noch... Hier, wie hieß der nochmal? Barrett, genau, Barrett. Ich kann auch den Namen nicht mehr. Und hier können wir ja aussteigen. So, und dann haben wir hier noch einige Räume. Ich fand das mega, was wir hier gebaut haben. Aber es ist sehr... Wie soll ich sagen? Unübersichtlich. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier vielleicht von den Skills uns ein bisschen mehr umpositionieren, sage ich jetzt mal so. Weil hier, wir müssten hier drauf skillen tatsächlich, damit wir das hier jetzt schaffen. So, 5 Schiffe müssen wir zerstören, damit wir das hier freischalten können. Und ab hier, ab Rang 3 können wir... Klasse B Schiffe fahren und fliegen und hier Klasse C. Ich habe mich tatsächlich privat ein bisschen mit den Technologiebäumen hier, sowie mit dem Schiffsbau und dem Basenbau mal befasst. Also Story habe ich nicht weitergespielt. Ich habe jetzt mich nur mit dem Schiffs- und Basenbau sowie mit den Skillbäumen befasst, weil das sehr komplex ist. Und wir müssen auf einmal gucken, haben wir hier nochmal neue, der große Laredo-Kuh. Der Guter Wolf spricht im Unterhaus mit Amira Wolf. Die Pflichtruf spricht mit Emma Wilcox. Gescheiterte Kommunikation spricht mit Alvin Locus auf Indum 1A. Schließe die Analyse ab, Indum 4D im System Indum. Die Stiefel, Reise zum Bau. Spätentwickler spricht mit Lee Kessler, Feuerprobe, begib dich zum Altair-System. Dann ins Unbekannte, sprich mit Wladimir, Bürokratie-Blues, bewirb dich auf den Job als Assistent. Ich würde tatsächlich jetzt vielleicht mal anfangen, ein paar Nebenquests eher zu machen. Und wir sind ja hier jetzt gerade in New Atlantis unterwegs. Und warte, ich habe jetzt vergessen, das eine Ding da. Wir haben viele Quests noch offen. Sofort fällig treibe die Schulden von Dieter Maliki ein. Zurück an die Arbeit, bewirb dich auf einen Job bei einem Automaten. Ein Licht der Dunkelheit. Oh, das können wir eben machen. Das können wir noch eben machen. Dann suchen wir eben schnell. SNN. Ah ja, und was mir auch aufgefallen ist beim privaten Antesten, Ausprobieren und so, weil ich musste ja auch zusehen, dass ich irgendwie für den Schiffsbau für den Schiffsbau hier Ressourcen farmen muss und so weiter. Man kann das alles auch nach da oben und so weiter und auf die Dächer, man kann das tatsächlich alles nahtlos ohne Ladebildschirme betreten. Das finde ich heftig. Das ist mega. So, Geschäftsdistrikt. Da wollen wir hin. Und tatsächlich, was mir auch aufgefallen ist, was den Schiffsbau angeht. Ich hätte vielleicht doch auf Kopfgeldjäger gehen sollen.
Oder beim Basenbau hier zum Geologen oder wie das hieß. Aber okay, wir haben jetzt halt als Charaktervorgeschichte Dateifehler genommen. Das heißt dann halt, wir sind halt jetzt ein bisschen im Mittelding. Geld. Ich mache die News. Win-win-Situation. Ja. Wenn du eine neue Story-Auflage hast, bezahle ich dich nur zu gern. Ja, ich habe Informationen zum Gelbank überfallen. Du kommst echt herum. Wundert mich, dass die Filiale noch Kunden hat, wenn ich bedenke, wie oft sie überfallen wurde. Aber ich dachte, die Ranger hätten das endlich unter Kontrolle bekommen. Es ging wohl ziemlich zur Sache. Stimmt das? Das kann man wohl sagen, ja. Ich war auch zum ersten Mal dort. Willkommen in Aquila City. Beachten Sie den Überfall gar nicht. Immerhin muss man für die Räuber nichts zahlen, heißt es. Im Preis inbegriffen. Was war mit den Räubern? Die Shaw-Bande? Der Marshall hat dafür gesorgt, dass sie aus dem Pferd gezogen... ich habe sie alle ausgeschaltet. Keine Überlebenden. Halt. Was? Du hast sie ausgeschaltet? Ja. Himmel. Sorry, ich muss da eventuell Zeugen auftreiben, um das zu bestätigen. Aber okay, gut. Solche Dinge laufen oft schmutzig ab. Kamen Kunden oder Bankleute zu Schaden? Alle tot. Alle. Zum Glück gab es keine Opfer. Es gab nicht mal einmal Verletzungen, glaube ich. Das freut mich wirklich. Normalerweise, naja, das läuft nicht immer so ab. Du warst dort und du warst an der Lösung beteiligt. Was sagst du zu den Freestar Rangern? Ein weiterer heftiger Überfall in ihrem eigenen Einzugsbereich ist nicht gerade toll. Verzweifelte Menschen neigen zu verzweifelten Taten. Die Ranger haben ein Massaker verhindert. Kein Kommentar. Ey, wen sollen die Ranger beschützen, wenn sie nicht mal ihre eigene Bank beschützen können? Ja, das stimmt auch. Und da habe ich ein Hammer-Zitat. Sehr gut gesagt. Solche Stories regen immer den Zorn und den Appetit der Leute an. Danke für das Interview. Und hier, für dich. Nur 650 Credits? Okay, das war ein bisschen wenig. Aber ich habe überlegt gehabt, so, wir brauchen ja Skills. Und ich würde das hier vielleicht mal machen. Für Ryujin. Mal gucken, was es da für Arbeit gibt. Ich bekomme von den Bäumen hier einfach nicht... Wie du siehst, gibt es viel Kundschaft. Die Umsätze steigen weiter. Okay. So, wir gehen da mal hin. Wir brauchen ja jetzt langsam Arbeit. Wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, damit wir unser Schiff immer besser ausbauen können. Und der Vanguard will ich ja noch nicht beitreten, weil das ja eine eigene, richtige Questline sein soll, glaube ich. Und das hier ist einfach nur, damit man Arbeit hat. Willst du deine Instinkte herausfordern? Ja, komm. So, Bewerbung über uns, unsere Tochterunternehmen. Wir machen eine Bewerbung. Willkommen im Bewerbungsbereich von Ryujin Industries. Um deine Bewerbung einzureichen, musst du alle Fragen beantworten. Okay, Arbeitserfahrung. Über wie viele Jahre Erfahrung verfügst du in Assistenzpositionen oder in Unternehmen? Wir lügen, über 10 Jahre. Wie vertraut bist du mit Ryujin Industries und seinen Produkten? Sehr, ich lüge einfach. Wie gut kannst du am Computer tippen und Dateien verwalten? Sehr gut. Welchen Bildungsabschluss hast du? Kein allgemeine Hochschulreife, Universität Bachelor, Universität Master oder höher? Ist das jetzt eine echte Bewerbung oder was? Werde ich jetzt bei Bethesda eingestellt. So, okay. Bist du vorbestraft? Ja. Deine Bewerbung ist nun vollständig. Um deine Bewerbung offiziell einzureichen, wähle bitte unten Bewerbung einreichen. Danach kannst du deine Antworten nicht mehr ändern. Bewerbung einreichen, komm. So, danke für deine Bewerbung. Bitte melde dich für dein Bewerbungsgespräch bei Imogen Salzo in der Operationsetage im Ryujin Tower in Neon. Wir müssen jetzt nach Neon. Deine Business Skills schärfen? Ryujin stellt die klügsten und besten Köpfe vor. Es geht nach Neon? Bewirb dich ganz einfach. Dann würde ich stattdessen lieber etwas hier im lokalen Bereich machen. Neon weiß ich nicht, ob wir stark genug dafür sind. Nicht Freestar Collective.
Aktivitäten können auch mit. Komm, wir können auch mit Sergeant Yumi quatschen. Der hat bestimmt auch noch Aufgaben für uns. Aber okay, Ryujin, da geht's nach Neon für uns. Ich weiß aber noch nicht, ob wir stark genug sind, da hinzugehen. Apropos Sternenkarte. Ich habe noch etwas aus Versehen in Erfahrung. Aus Versehen in Erfahrung gebracht. Wir sind tatsächlich in der Lage, ganz normal bis hier hinten hin eigentlich zu fliegen. Bis hierhin, wo Level 75 ist. Wir müssen aber vorher alle anderen Sternsysteme einmal bereist haben, alle roten. Und dann werden die weiß bzw. gelb, also die werden so leuchten, wenn wir die da schon mal waren und die Route bekannt ist. Weiß sind sie, wenn wir die schon betreten können. Wenn wir in der Lage sind, dahin zu reisen. Aber leuchten tun sie, wenn wir da schon gewesen sind. Und da können wir wirklich bis hierhin dann quasi eine Route uns quasi machen. Da erkennt man die schon leicht. Und das wird dann eine sehr interessante Aufgabe, wenn wir das komplett hier. Gibt es überhaupt Waffen, die Combatech nicht baut? Bestimmt. So, Raumhafen. Quatschen wir mal mit Yumi. Also, ja, ich befasse mich momentan sehr viel, was dafür angeht. Ich bin aber auch momentan sehr extrem am Suchten. Ich habe jetzt schon vom letzten Mal für die Aufnahmen 16 Folgen schon fertig vorproduziert. Und die Folgen waren schon über eine Stunde jeweils, so um die Stunde herum. 16 Folgen einfach mal aus Versehen so gingen weg wie nix. So, Yumi. Ah, mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Ja, ich würde gern Vollzeit arbeiten. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Ja, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Gibt was Neues. Eine Schlägerei im Dawn's Roost. Die Security hat sich drum gekümmert. Aber jetzt sagt einer, der andere hätte seinen Ehering gestohlen. Er ist aber abgehauen, ohne den Täter zu identifizieren. Frag also Royce Elgin, Dawn's Roost, ob er den Typen kennt. Lässt sich machen, komm. Gut, melde dich, wenn die Sache geklärt ist. Was ist Dawn's Roost eigentlich? Ein Restaurant im Wohndistrikt. Macht für VIPs das Catering. Das ist so ein Laden, in dem du nicht weißt, welches Besteck du nehmen sollst. Und sollte ich sonst noch was über den Fall wissen? Dem Gast zufolge ist der Ring wertvoll. Und damit ist wohl kein sentimentaler Wert gemeint. Normalerweise ist man zu Tode betrübt, wenn man ein wichtiges Andenken verliert. Dieser Typ wirkte aber so, als hätte er ein paar Credits verloren. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Okay, ich habe da eine Theorie, dass der vielleicht einen Versicherungsbetrug oder sowas vorhat, dadurch auch noch zusätzlich. Aber ja, wir machen das jetzt mal. Und dann vielleicht schließen wir uns jetzt wirklich dann doch lieber der Vanguard an und machen ein paar Quests für die. Die Hauptquest. Also die Questreihe der Vanguard. Und dann würde ich auch zusehen, dass wir vielleicht wirklich auch mal ein ordentliches Schiff kriegen, das genug kämpfen kann, aber auch genug Dings hier lagern kann und so weiter. Eine richtige Kommandozentrale würde ich so machen wollen. So.
Da wären wir. Guten Tag, werter Herr. Das Essen hier ist einfach unverbraucht. Royce Elgin. Hoffentlich genießt du deinen Aufenthalt in New Atlanta. Ja, ich bin wegen der Schlägerei in deinem Restaurant. Ah, ein unglücklicher Vorfall. Beide Beteiligten waren alkoholisiert. Ich bin zwar nicht komplett im Bilde, doch Hugo und Octavio speisen hier häufiger. Umso überraschter war ich von ihrer Auseinandersetzung. Ich muss einen der beiden Streithähne finden. Angeblich hat er was geklaut. Kannst du die Gäste beschreiben? Nun, der Bestohlene ist Octavio. Er ist nicht allzu groß, attraktiv und kultiviert. Sein Lieblingsgericht ist The Saint. Der andere ist Hugo Fournier. Groß, schlank und mit französischem Flair. Gibt viel Trinkgeld. Ein Hitzkopf mit gutem Benehmen. Weißt du etwas über einen geklauten Ehering? Die zwei Männer haben zusammen gegessen? Oh ja, sehr oft. Ihr Tisch stand weiter hinten. Sie bestanden auf den traditionellen Rahmen. Musik, Kerzen, Wein, du weißt schon. Diesmal jedoch begannen sie sofort, sich zu streiten. Zum Glück schritt die Security ein, bevor jemand verletzt wurde. Oh, ich hab da echt... Das ist geplant wahrscheinlich. Weißt du etwas über einen geklauten Ehering? Ich kann keinen Diebstahl bezeugen. Wenn ich mich recht erinnere, trugen beide Männer Ringe. Ich muss einen der beiden Streithähne finden. Angeblich hatte er was geklaut. Das wäre dann der schlankere von beiden, Hugo Fournier. Er verschwand nach dem Eintreffen der UC Security. Er lebt im Athena Tower. Da würde ich anfangen. Kann sein, dass er bald auscheckt. Okay. Schönen Tag wünsche ich. Okay, also richtige Detektivarbeit jetzt. Müssen wir die schon hinterher suchen und so was. Ich finde das aber super, dass die jetzt hier auch ein bisschen mehr Quests gemacht haben, wo man auch nachdenken muss. Wieder zurück zu den Wurzeln. Und hinterher suchen. Und nicht mehr einfach geh hin und tötet so und so oder das und das und so weiter. Dass hier auch ein bisschen... Ja, okay, richtig nachdenken muss man hier okay. Auch noch nicht. Was sagt denn deine Akte? Was? Nicht gefunden? Wer zum Teufel bist du? Irgendwas zu melden? Wir sind jetzt... Hä? Im gesamten Freestar Collective droht Ungemach. Berichten zufolge werden Farmer von einer unbekannten Gruppe oder Gang mit unklaren Motiven drangsaliert. Wir konnten bisher zwar keine Einzelheiten in Erfahrung bringen, doch die Farmer werden terrorisiert. Laut der Freestar Ranger werde in diesem Fall gerade ermittelt und Hinweise seien sehr willkommen. Okay. So, da haben wir jemanden. Allerletzter Check. Atem? Check. Verzeihung. Geduscht? Frisiert? Hugo Fournier. Oh, dieser Octavio ist unfassbar. Dieser Lügner, Manipulator, dieser... Für eine große Show, Schatz? Dreckiger, verdorbener Halunke, Mann, der dich des Diebstahls bezichtigt. Nur zu, lass ruhig Dampf ab. Komm, ich tu mal so, als wäre ich auf seiner Seite. Danke, er ist ein Halunke und ein Unhold. Wie konnte mir das so entgehen? 5 Jahre waren wir zusammen, eine halbe Dekade. Und er wirft alles weg für diesen Kellner. Die waren zusammen? Dein Ex behauptet, du hättest diesen Ring gestohlen. Was ist im Dawn's Roost passiert? Es sollte unser letztes Dinner sein, bevor wir einander ewig die Treue schwören. Aber eine Stunde davor habe ich bei mir aufgeräumt, gegen die Aufregung. Seine Hose lag auf dem Boden. Als ich sie aufhob, fiel eine Serviette des Dawn's Roost heraus. Darauf stand eine Nummer. Diese Dreistigkeit, sich im selben Restaurant mit mir zu verabreden. Ich war außer mir. Trotzdem ging ich hin und riss mich so lange zusammen, bis der Kellner uns bediente. Und ihr zwei wart ein Paar? Nicht bloß das. Wir waren verlobt. Ich habe den Ring bei mir. Dein Ex behauptet, du hättest diesen Ring gestohlen. Ja, das passt zu ihm. Aber wenn du mich fragst, gehört er mir. Er schenkte ihn mir zur Verlobung. Er steht ihm nicht mehr zu.
Tatsächlich wäre ich da auf seiner Seite. Denn das ist im Grunde, es war ja eigentlich ein Geschenk. So, finde ich auch, hier hat kein Verbrechen stattgefunden. Ich sage Sergeant Yumi, dass du nicht belangt wirst. Schön, dass du es einsiehst. Mit ich bin auf seiner Ring Seite tatsächlich. Werde ich eine schöne lange Reise durch die besiedelten Systeme bezahlen. Ich kann dir Fotos davon schicken. Okay. Ja. Naja, also, er ist in meinen Augen unschuldig. Hier, der andere ist, ja, der... Obwohl, wir haben jetzt nicht beide Seiten uns angehört, Geschichte. Okay, aber ich habe auch keine Ahnung, wo der andere ist. Aber egal, ich bin dann eher... Was sowas angeht, ich bin immer auf der Seite von der Person, die betrogen wurde. So. Da. Da müssen wir hin. Das ist auch ein interessantes Schiff. So, und jetzt auch zu Sergeant Yumi. Mal gucken, was ich da kriege. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einen Fehlschlag gemacht habe, ob das jetzt ein Fehler war. Was kann ich für dich tun? Ich habe meine Ermittlungen in Sachen Kampf im Dawn's Roost beendet. Ah, perfekt. Hast du den Ring? Der Ring war nicht geklaut, er war ein Geschenk. Ach, wirklich? Ich hätte wissen sollen, dass diesem Säufer nicht zu trauen ist. Meine Schuld. Ich will keine Namen nennen, aber manche in dieser Stadt behandeln uns wie ihre private Security. Aber so ist das halt. Mal schützen und mal dienen wir. So oder so wirst du für deine Arbeit bezahlt. Hier, das hast du dir verdient. Jo, 2500 Credits wieder. Nice. So, okay. Da wurde auch noch irgendwas anderes aktualisiert. Ja, okay, sehen wir jetzt nicht mehr. Aber okay, ich würde sagen, nächste Aufgabe. Wir schließen uns jetzt mal der Vanguard an. Hier, starte eine Kopfgeldmission von der Auftragsbörse, machen wir nicht. Sprich mit Commander Truella darüber, den Vanguard beizutreten. Machen wir das mal zu. So, das auch zu, das auch zu. So, Alter, das sind viele Quests. Wir haben sehr viele Quests nebenbei offen einfach. So, und wieder zur Bahn, natürlich. Zum Netz. Wir werden aber auch sehr viele Skillpunkte brauchen. Hier. So, Master Strike. Ich frage mich wirklich, schaffen wir das, alles hier zu skillen? Ich weiß, ich sag das irgendwie in jedem Let's Play, ob es von Bethesda ist oder hier von Piranha Bytes, Gothic. Überall, auch bei Cyberpunk hat die das gesagt gehabt. Schaffen wir das alles und nie haben wir alles geschafft. Ich freue mich, später Toni zu sehen. Boah, Cyberpunk, da freue ich mich auch schon auf Phantom Liberty. Da werde ich auch, wahrscheinlich aber eher nachträglich oder so, auch nochmal einen zweiten Durchlauf machen wegen Phantom Liberty. Weil die Hauptstory hatten wir ja gemacht gehabt. Das war eines meiner ersten Let's Plays. Da hat die noch nicht gerafft gehabt, wie das auch nochmal der Audio funktioniert, dass es ein bisschen besser läuft, dass man im Hintergrund wenig hört. So mit Filter und so weiter. Das hatte noch sehr viel Gehalt. Und noch, damals noch ohne Facecam, ohne Kamera. Da werde ich noch einen zweiten Durchlauf machen wollen.
Hey, du warst mit Sarah hier. Willst du dich endlich verpflichten? In der Vanguard dienen? So, okay, komm, ich bin interessiert. Sag mir einfach, was ich tun muss. Okay, gut. Fahr mit dem Aufzug runter zur Vanguard-Orientierungshalle. Du kannst dann einen beliebigen Registrierungsterminal loslegen. Das System ist selbsterklärend. Und falls du Fragen hast, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Okay, warte mal. Die Quest. Supra et Ultra, registriere dich für die Vanguard. Achso, muss ich jetzt noch einmal machen? Wo muss ich hier? Ah, hier. Zutritt nur für offizielle Besucher der United Colonies mit Termin. Ja, Ned, Haltestelle, Lobby, Commander Tualas Büro, Zentralkommando, Büro der Präsidentin, Systems Defense, Verteidigungsforschung, medizinischer Dienst, Aegis, Kabinettssaal, interstellare Angelegenheit. Okay, hier, Vanguard-Registrierung. Bewerber Max Deos, aktuelles Kopfgeld 0. Um dich für die Prüfung anzumelden, wähle bitte die Beitrittsvereinbarung. Hinweis, zuvor muss jegliches ausstehendes UC-Kopfgeld bezahlt werden. Okay. Durch Beitritt zur United Colonies Vanguard erklären Sie sich einverstanden, Pflichten für die besiedelten Kolonien zu übernehmen, die Sie und Ihr Schiff in ernster Gefahr bringen und sogar zum Tod führen könnten. Klingt fair? okay, ich, Max Deo, stimme zu. So, Einwilligung dokumentiert. Bitte geh durch die Orientierungshalle in den Prüfungsraum. Hauptmenü. Willkommen, Max Deus. Bitte geh durch die Orientierungshalle in den Prüfungsraum. Okay. Registrierung akzeptiert. Du kannst dir jetzt die historischen Vorführungen in der Orientierungshalle ansehen oder mit der Prüfung beginnen. Okay, Im Jahr 2150 erfuhr die Menschheit, dass die Magnetosphäre der Erde innerhalb von 50 Jahren zusammenbrechen und alles Leben ausgelöscht werden würde. Entschlossene Maßnahmen waren nötig. Doch der sichere Transport einer gesamten Zivilisation würde ein vollkommen neues Maß an Kooperation, Mut und Einheit erfordern. So okay. Wurden 2159 die United Colonies gegründet, um diese Reise zu ermöglichen. Kaum ein Jahr später landete die Galileo, das erste von vielen Kolonieschiffen, hier auf Jamison. Und eine neue Ära der Menschheitsgeschichte begann. Die Ära der United Colonies. Okay. Das ist schon interessant. Ah, hier haben wir die Erde. Wie sie damals war. Kann ich das Ding drücken, bewegen? Darf ich es berühren? Dann der Posten ist nicht sehr glamourös, aber besser als Patrouille. Das war mal die Ehre. Okay, ich will mir das alles hier mal ansehen, genauer. Hier ist noch ein Knopf. Okay, seit muss ich sogar. Seit ihrer Gründung streben die United Colonies danach, allen ihren Bürgern Chancengleichheit, Sicherheit und Frieden zu gewähren. Doch in den United Colonies gab es Stimmen, die noch mehr verlangten. Unabhängigkeit. 2161 verabschiedeten die UC also die Centaurus-Erklärung, die UC-Bürgern die Besiedlung entfernter Planeten und die Gründung souveräner Kolonien erlaubt. Das ist Freestar Collective. Schon bald darauf, im Jahr oder? 2188, wurde die erste neue Fraktion offiziell gegründet. Das Freestar Collective. Ja, okay. Später folgte Haus Varun,
das ich 2230 dem Universum präsentierte. Okay, und hier Haus Varun? Erst im Jahr 2230 nahm die Fraktion namens Haus Varun erstmals Kontakt mit dem Rest der besiedelten Systeme auf. Haus Varun, eine Fraktion wie keine andere, wurde von Kolonisten gegründet, deren Schiff 40 Jahre zuvor nach dem Abflug aus New Atlantis verschwunden war. Haus Varun ist eine gänzlich den Grundsätzen ihres Gründers, des Isolationisten Jinan Varun, verschriebene theokratische Union. Anfänglich bot es den besiedelten Systemen den Frieden an. Haus Varun beteuerte nur die Botschaft seines Gottes, der großen Schlange, verbreiten zu wollen. Niemand ahnte, dass diese Gottesverehrung die Form eines blutigen Kriegs annehmen würde, des Kreuzzugs der Schlange. Okay. Aber dessen Rüstungen sehen cool aus. Also, was heißt Rüstung, dessen Anzüge? Das Freestar Collective wurde ursprünglich 2188 gegründet, als die Bürger von Aquila einen Verteidigungspakt mit der Vergnügungsstadt Neon eingingen. Doch nachdem die UC 2194 eine medizinische Sternenstation im Orbit von Nereon etablierten, beantragten dessen Bürger ebenfalls den Beitritt zum Freestar Collective. Die darauf folgenden Spannungen zwischen dem Freestar Collective und den UC führten zum ersten intergalaktischen Konflikt der besiedelten Systeme, im Krieg von Nereon. Trotz des entscheidenden Siegs der UC gewährten die Colonies den Bürgern von Nereon den Beitritt zum Collective, was die stolze und unabhängige Vereinigung begründete, die bis heute besteht. Schon fertig? Okay. Ja, ich finde das super, ein bisschen was über die Lore hier erfahren. The Serpent's Crusade. Im Jahr 2240 erklärten die Truppen von Haus Varun dem Rest der menschlichen Zivilisation den Krieg und begannen den Kreuzzug der Schlange. In den kommenden 23 Jahren töteten Agents von Haus Varun im Namen ihres Schlangengotts tausende unabhängige Siedler, Freestar und UC-Bürger. Erst als im Jahr 2263 der Gründer verstarb und sein Erbe Jarek ihm nachfolgte, bot Haus Varun endlich den Frieden an. Einige Mitglieder von Haus Varun weigern sich jedoch noch heute, das Ende der Kampfhandlungen anzuerkennen, das ihre Anführer ausgerufen haben. Selbst nach dem mysteriösen Verschwinden von Haus Varun bleiben diese Fanatiker eine Bedrohung für die Menschheit. Ihre Befriedung ist ein Ziel der gesamten Galaxie. Okay. Ist auch schon fertig? So, Conflict Among the Stars. Also wir erfahren hier jetzt richtig viel über die Lore von Starfield. Das finde ich mega gerade. Von den vielen Konflikten zwischen den Fraktionen der Galaxie war keiner so brutal wie der jüngste Koloniekrieg zwischen den UC und dem Freestar Collective. Ausgelöst durch Freestars unrechtmäßige Besiedlung von Vestas Stolz 2308, einem direkten Verstoß gegen den Vertrag von Nereon, überzog der Koloniekrieg bald die gesamte Galaxie. Beide Seiten setzten alle verfügbaren Mittel ein. Mächtige Kriegsflotten, mechanisierte Kampfplattformen, Mechs genannt, und sogar genmanipulierte Aliens, die berüchtigten Xenowaffen der UC. Ach, das sind die Xenowaffen. Erst im Jahr 2311 wendete sich das Blatt endlich in der Schlacht von Cheyenne. Das Freestar Collective nutzte seine zivile Flotte als menschlichen Schutzschild und lähmte die überlegene Navy der United Colonies.
Nach dem schockierenden Sieg gegen die größte Navy der Galaxie unterbreitete das Freestar Collective den Colonies ein Friedensangebot, das diese annahmen, um einen weiteren Verlust von Menschenleben zu verhindern. Seitdem befindet sich die Galaxie im Wiederaufbau. Okay. The Battle of Neera. Die wenigsten besiedelten Planeten blieben vom Krieg unberührt. Aber nirgendwo ließ sich die Grausamkeit der modernen Kriegsführung deutlicher erkennen als auf dem Freestar-Planeten Neera. Die Welt war von angreifenden UC-Truppen als Operationsbasis besetzt worden. Wiederholte Versuche des Freestar Collective, den Planeten zurückzuerobern, führten nur zu großflächiger Zerstörung. Große Teile des Planeten wurden in verbranntes Ödland verwandelt. Ein albtraumhaftes Zeugnis menschlicher Erfindungsgabe und Brutalität. Und auch heute noch ist Neera ein Mahnmal und eine Warnung vor den Grauen des Krieges. Okay, Neera werden wir auf jeden Fall noch besuchen. So. Das sind diese Kampfmaschinen, die genutzt wurde im Krieg. Und was ist das? Ich habe die Befürchtung. In meinen 4 letzten Aufsätzen ging es um Terrormorphs. Das sind Terrormorphs. Ich komme fast jeden Tag mit ihr her, um das Ding anzustarren. Die sehen schon sehr gefährlich aus. Komm, wir gucken uns jetzt das hier mal an. Inmitten des Koloniekriegs wurde die UC-Stadt Londinion von einer ganz anderen Tragödie heimgesucht. Londinion, gerade erst neu erbaut, war essentiell für die Versorgung der UC-Kriegsmaschinerie, wurde jedoch von den wohl mysteriösesten Räubern der Galaxie überrannt, den Terrormorphs. Die Terrormorphs, die bis heute eine seltene, aber hochgefährliche Bedrohung darstellen, fegten ohne Vorwarnung in einem Ansturm von noch nie dagewesenem Ausmaß durch die Stadt. Die Bemühungen des UC-Militärs konnten den Ansturm der Kreaturen bremsen, aber nicht stoppen. Letztendlich wurde entschieden, den Raumhafen von Londinion zu zerstören, wodurch die Stadt, die Terrormorphs und die Bürger vom Rest der Galaxie abgeschnitten wurden. In den UC trauert man noch heute um die Opfer der Tragödie. Oha, das ist bitter. Aber so wie der aussieht, ich habe schon ein bisschen Angst, denen zu begegnen. Alter, aber wie viel Geschichte ist hier? Wie viel haben die hier reingepackt? Nach der Verheerung des Koloniekriegs kamen die UC und das Freestar Collective zu einer Einigung und schlossen den sogenannten Sperrvertrag. Den Sparvertrag, okay. Beide Seiten mussten ihr stehendes Heer drastisch verkleinern. Xenowaffen und Mech-Kriegsführung wurden verboten. Entsprechende Forschungsdaten wurden versiegelt, der Zugriff nur in höchster Not erlaubt. Doch das Kollektiv hatte eine weitere Forderung, dass den aktiven UC-Commandern für ihre Taten der Prozess gemacht wird. Die United Colonies willigten im Interesse des Friedens und der galaktischen Sicherheit ein. 2311 wurden 3 hochrangige UC-Offiziere schuldig gesprochen. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi und Flottenadmiral François Sano, besser bekannt als Vey Victis. Alle wurden zum Tode verurteilt, womit der Koloniekrieg endete und endlich wieder Frieden in der Galaxie einkehrte. Okay, ich glaube, von denen werden wir vielleicht noch was finden. So, was haben wir hier? Freestar und UC. Die
Okay. The Vanguard is born. Okay. Eine neue Fraktion, der wir jetzt hier beitreten wollen. Ich hoffe, wir kriegen so ein Schiff. Der sieht mega aus. In dieser neuen Welt wurde die Vanguard geboren. Die Vanguard ist die Freiwilligenflotte der United Colonies und eine offizielle Abteilung der UC Navy. Ihr Aufgabengebiet umfasst Sicherheit, Logistik und Aufklärung. Nach ausreichender Dienstzeit erhält jedes Mitglied der Vanguard die UC-Bürgerschaft. Die Vanguard steht allen Captains offen, unabhängig von deren Herkunft, und beschützt und unterstützt die Bürger der United Colonies überall in der Galaxie, wo es nötig ist. Okay. So, die Vanguard-Rüstung. Ich will dieses Schiff haben. Die sieht mega aus. So. Niemand wird als Bürger der UC geboren. Dieses Recht kann man sich nur durch den Dienst an den United Colonies verdienen. Doch die UC legen hohen Wert auf das Wohlergehen der Iren. Die Kontrolle der Lebenshaltungskosten sorgt für vergleichsweise niedrige Preise für die Bedürfnisse des Alltags. Alle neuen Bürger erhalten eine finanzielle Zuwendung, um sie auf den Weg zu bringen. Außerdem haben nur UC-Bürger das Recht, Immobilien zu erwerben, was ihnen die Chance verleiht, in einer der schönsten Städte der besiedelten Systeme zu leben. Durch deinen Beitritt zur Vanguard kannst auch du dir deinen Platz im Herzen der galaktischen Zivilisation verdienen. Als Bürger der United Colonies. Okay. So. Haben wir jetzt den Rundgang durch. Das hat aber sehr lang gedauert, finde ich. Aber es war schon nice, ein bisschen mehr was über die Lore zu erfahren. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ich will dieses Raumschiff haben. Damit würde ich mich auch für den Anfang zufrieden gehen. Ich will das da. Ich will den da. Wirklich. Vielleicht können wir den auch irgendwie kaufen oder so. Willkommen in der Piloten-Simulationskammer. Steig bitte in die ausgewiesene Simulationskapsel, um mit der Prüfung zu beginnen. Okay. Gehen wir mal hin. Das will ich jetzt machen. Hallo. Prüfungsaufsicht Samuelsen. Ah, du bist unser möglicher Neuzugang. Ja. Ich bin Samuelsen. Ich mache die Prüfungsaufsicht. Der Simulator ist bereit. Du kannst jederzeit rein. Hier, das Fliegen ist nicht mein Fachgebiet. Schreib doch einfach bestanden hin und ich breche auf. Was für ein Schiff fliege ich in dieser Simulation? Der Simulator ist eine nahezu perfekte Nachbildung eines Klasse B Deimos Hoplite, des Standardzerstörermodells der United Colonies. Er soll dir einen anspruchsvollen, aber fairen Kampf gegen die feindlichen Geschwader ermöglichen. Ich kann aber kein Klasse B fliegen. Kannst du mir was über diese Prüfung sagen? Natürlich. Du durchläufst eine äußerst realistische Kampfflugsimulation, hier im Mast von Mitgliedern des Wissenschaftsstabs der UC erdacht. Du hast die Aufgabe, mindestens 3 Stufen von simulierten Gegnern zu besiegen. Wenn du die Prüfung bestehst, kannst du dich auf deine Probemission begeben. Falls du mehr als 3 Gegnerstufen besiegst, verringert sich die erforderliche Dienstzeit zum Erlangen der Staatsbürgerschaft. Und dein Verpflichtungsbonus steigt. Du kannst es so oft du willst versuchen, bevor du zu Commander Tuala zurückkehrst und den nächsten Schritt der Bewerbung in Angriff nimmst. Wir speichern nur die höchste hier erreichte Punktzahl. Irgendwelche Tipps, wie ich da drin gut abschneiden kann? Direkt kann ich das zwar nicht beantworten, aber sagen wir es so. Da wir allein arbeiten, ist Einfallsreichtum ein wichtiges Mittel im Repertoire eines Vanguard-Piloten. Du darfst und sollst sogar alles anwenden, was du in diesem Repertoire vorfindest. Okay. Gute Jagd.
Ich will es mal versuchen, ausprobieren. Simulation beitreten. Ne, betreten, nicht beitreten. Jetzt bin ich neugierig. Das ist die Mark 18 Flugsimulationskammer. Du bist derzeit im Orbit einer detaillierten Nachbildung einer entlegenen Welt. Wenn du bereit bist, nimm bitte einfach auf dem Pilotenstuhl Platz. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich kann hier nicht drauf gehen, oder? Die Prüfung ist simpel. Besiege möglichst viele Stufen von Gegnern. Ja, ich hab das Ding. Um zu bestehen, musst du mindestens 3 Stufen von Gegnern besiegen. Ich wünsche eine gute Jagd. Machen wir hier. So. Und nochmal so. Ah, da sind sie schon. Stufe 32. Alter, aber die Wendigkeit ist nicht so nice von dem. Wir sind getroffen. Ziel besiegt. Kann ich den looten? Alle Ziele eliminiert. Fortschritt aufgezeichnet. Stufe 1 erreicht. Leite Stufe 2 ein. Ich will das Stück haben. Der ist mega. Neue Ziele aktiv. Da sind sie. Und nochmal wenden, wenden. So, da. Oh, der geht aber schnell weg. So, da war er schon. Komm. So, den haben wir. Ja. Hier. Wo ist der? Oben. Komm. Alter, wo? Wo muss ich hin? Hä? Da ist er. Komm, anvisieren. Ziel besiegt. Nice. Alle Ziele eliminiert. Fortschritt aufgezeichnet. Stufe 2 erreicht. Leite Stufe 3 ein. Okay, Stufe 3. Bereite dich auf das nächste Ziel vor, ja. Ich gehe aber neue mal ein bisschen... Den schweren von denen muss ich zuerst loswerden, würde ich sagen. Den da. Schnell. Und nochmal wenden. Da ist er. Der ist aber auch ein bisschen schwerwiegender. Jo, Ach so, der ist ein bisschen schwerer. Wo ist denn der? Da. Am besten immer hinter denen sein. So. Ziel besiegt. Nice. Heißt hier, optional, speichere deine Punktzahl durch Beenden. Bereite dich auf dein nächstes Ziel vor. Will ich mal ausprobieren? Wie viele kann ich machen? Ich liebe dieses Raumschiff hier. Einen machen wir auf jeden Fall noch. Prüfung wird fortgesetzt. Neue Ziele aktiv. Besiege alle Ziele nur ein. Was sind das für einer dann? Stufe 44, Wie weit ist denn der weg? Okay, die Stufe machen wir noch auf jeden Fall.
glaube, wir machen aber auch ein bisschen mehr in Richtung Schilde. So. Komm, jetzt. Vernichtungsprotokolle aktiv. Das ist auch ein nice Tipp, was der da hat. Ziel besiegt. Nice. Alle Ziele eliminiert. Fortschritt aufgezeichnet. Stufe 4 erreicht. Leite Stufe 5 ein. So, Stufe 5, aber okay. Wir gehen hier jetzt mal raus. Stufe 4 reicht mir auf jeden Fall für den Anfang. Neue Ziele aktiv. So, optional speichere deine Punktzahl durch Beenden. So, aktuellen Lauf fortsetzen, Simulation verlassen. Willst du den Simulator verlassen? Deine aktuelle Punktzahl wird aufgezeichnet, aber sämtlicher Fortschritt im Simulator geht verloren. Schalte ab. Das will ich auf jeden Fall öfters mal machen. So. Meinen Glückwunsch. Du hast bestanden. Bei Commander Tuala erhältst du dein Abschlussergebnis und deinen Probeauftrag. Du kannst auch gerne die Simulation erneut durchlaufen, um eine höhere Punktzahl zu erhalten. Gespeichert wird nur die höchste. Okay, gehen wir mal hier weiter. So, Ebene wählen. Lobby Commander Tualas Büro. Ja, okay, das lädt jetzt erstmal wieder. Ich habe keinen Kaffee mehr, ich muss gleich wieder Kaffee machen. Oh, es wird auch langsam wieder hell. Und da ist Tuala. Quatschen wir mal mit ihm. Na, wer kommt denn da? Ist bei der Prüfung alles gut gelaufen? Oder hast du noch Fragen, die ich dir beantworten kann? Ich bin fertig mit der Pilotenprüfung und sie haben gemeint, ich soll hierher zurückkommen. Ah, deine Ergebnisse sind gerade reingekommen. Bereit zu erfahren, wie du dich geschlagen hast? Ja, komm. Ich bin bereit. Sir, jawohl, Sir. Aber zack, ich will nämlich schnell jede Menge Credits verdienen. Oh, Entschuldigung, dass du warten musstest. Ja. Legen wir los. Den Daten zufolge? Du hast dir jedes Bild angesehen, was? Ein Beleg für Vorbereitung und Gründlichkeit. Zwei Züge, die wir sehr schätzen. Das physiologische Ergebnis ist innerhalb des Erwartbaren. Die Navy braucht niemanden, der durchdreht, wenn er das erste Mal einer Lenkrakete entkommen muss. Also, wie hast du denn gekämpft? Stufe 4, nicht übel. Auch wir müssen jedes Level der Sim testen. Diese Welle besteht aus einigen ziemlich fiesen KI-Mistkerlen. Die hast du mit Bravour erledigt. Also, wenn ich mir dein Gesamtergebnis anschaue und davon ausgehe, dass du deine Probemission erfolgreich abschließt, hättest du deine UC-Staatsbürgerschaft nach 10 Jahren Dienst. Ziemlicher Standard bei Kampfeinsätzen, aber dank deiner Leistung im Simulator kann ich dir als Zusatzanreiz einen Verpflichtungsbonus anbieten. Verpflichtungsbonus? Klingt, als hätten wir hier richtig gutes Vanguard-Material. Falls du Interesse hast, kannst du sofort als vorläufiges Mitglied einsteigen. Du erhältst deine verdienten Credits und dann geht es auch schon mit der Probemission los. Zuerst müssen jedoch alle UC-Angehörigen, auch in der Probezeit, einen Eid leisten. Oh nein. Also, willst du es offiziell machen und dich für die Colonies einsetzen? Können wir das anders regeln? Ich möchte unabhängig bleiben. Du bist ja nicht beim Freestar Collective. Die Vanguard ist ehrlich. Wer mitmachen will, muss das Gleiche wie alle anderen auch tun. Und am Anfang steht der Eid. Okay, komm, dann machen wir das. Großartig. Dann komm bitte mit. Okay, wohin?
Wo will er hin? Ich hoffe, ich kriege aber dann auch eine schnieke Raumanzugrüstung, die was aushält. So, ich muss mich da hinten auch noch stellen. Genauso wie die anderen, die hier mal waren und einen Eid geleistet haben. Gehe ich mal von aus. Okay. Wir sollten das irgendwo machen, wo man den Himmel sieht. Und jetzt heb deine rechte Hand. Das Motto der Vanguard lautet Supra et Ultra, jenseits und erhaben. Dort dienen wir, jenseits der entferntesten Bereiche des UC-Militärs und mit Ehre und Pflichtgefühl über jeden Tadel erhaben. Schwörst du, die Bürger der United Colonies nach Kräften zu beschützen und zu verteidigen? Und die Werte der Vanguard, Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung, bei allen Einsätzen als Mitglied der Navy der United Colonies hochzuhalten? Alter, ich schwöre, ich hab's nicht so mit Verpflichtungen, aber bei allen Einsätzen ist aber ganz schön viel. Darüber muss ich noch nachdenken. Ich mach's mal so. Das nehme ich gern. Dann möchte ich der Erste sein, der dich bei der UC Vanguard willkommen heißt. Jetzt bleibt nur noch, dich auf die Probemission zu schicken. Hier habe ich eine Comm-System-Reparatur. Eine Gruppe will eine alte Aufbereitungsanlage aus dem Koloniekrieg auf Tau CT2 instand setzen. Leider ist die Kommunikation ausgefallen. Der Ort ist ziemlich abgelegen, daher wollen die Oberen, dass ein Vanguard das Reparaturkit liefert und für die Sicherheit aller Anwesenden sorgt. Also, können die Leute dort auf dich zählen? Ja, ich mach mich dann mal los. Wenn ich bezahlt werde, klar. Ah, das gefällt mir. Begib dich zum Raumhafen und sprich mit Crew Chief Ferrath. Von ihm erhältst du das Reparaturkit und das Willkommenskit für neue Rekruten. Oh. Und deinen Vorschuss. Oh, ein Vorschuss. Gib da draußen dein Bestes. Supra et Ultra. Ja. 5800 Credits kriege ich dafür. Okay, krass. Ja, aber war jetzt auch mal eine interessante Mission, Aufgabe. Haben wir auch ein bisschen mehr was über die Lore erfahren. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal diese Quest. Und schauen uns dann mal an, was wir da genau machen müssen. Aber auch mal eine etwas andere Quest, sagen wir so, wo wir auch ein bisschen mehr zuhören sollten. Statt nur irgendwie drauf loszuballern, zu kämpfen. Fand ich mega. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.